Hey Leute, wir müssen uns unbedingt über diese beiden Bücher uns unterhalten. Mal, nur noch ein einziges Mal von Colin Hoover und hier die Fortsetzung. Nur noch ein einziges Mal und für immer. Ja, ich dachte, nach den ganzen Fantasy-Dramen, Kriege, bräuchte ich mal ein bisschen leichtere Lektüre. Ja, irgendwie eine schöne Liebesgeschichte, liebe Schnulze, irgendwas Einfaches. Und ja, das Cover, ich habe vorher nicht geguckt, um was es hier ging natürlich. Ihr wisst ja, also die meisten von euch wissen das, dass ich mir das ja eigentlich nicht durchlese. Erstmal dieses Buch gekauft habe, das sah sehr schön aus. Sieht natürlich wie eine harmonische Liebesgeschichte aus. Ist es tatsächlich nicht. In diesen beiden Büchern um psychische und physische Gewalt in einer Beziehung. Hier gibt es drei Hauptprotagonisten. Das sind einmal, wie hieß sie, Lily, Riley und Atlas. Und ja, und um diese drei Personen dreht sich die ganze Geschichte. Ich glaube, eigentlich sollte es hiermit vorbei sein, aber da es so viel Zuspruch gab und so viele wollten halt auch wissen, wie es weitergeht, hat Colin Hoover noch eine Fortsetzung geschrieben zu diesem Buch. Genau. Und ich muss sagen, am Anfang, also habe ich wirklich gedacht, es geht hier nur um eine... Ja, schöne Liebesgeschichte, schöne Romanze, mal ein bisschen Komplikationen, wo am Ende natürlich auch alles wieder gut wird. Und dann, ja, lernt natürlich Lily einen Mann kennen, das ist Riley. Und die beiden, ja, sozusagen, also ich habe mich ein bisschen in Riley verliebt. Man verliebt sich ein bisschen in Riley, findet Riley natürlich super toll. Und im Laufe des Buches, habe ich sogar Angst vor ihm bekommen. Zumindest ich hatte wirklich Angst und habe immer gedacht, oh Gott, wie geht das weiter? Und will ich das überhaupt weiterlesen? Weil, wie gesagt, es ist wirklich Triggerwarnung. Es geht auch um körperliche Gewalt, nicht nur um psychische. Aber hier ist hauptsächlich mehr die körperliche Gewalt, würde ich sagen, meiner Meinung nach im Vordergrund. Und hier die psychische Gewalt. Das bin ich. Da sind echt krasse Szenen dabei. Wie gesagt, war harter Stoff und ja, nichts mit meiner Liebesromanze. Nichtsdestotrotz natürlich ein wichtiges Thema. Können sich vielleicht einige Leute diese Bücher mal durchlesen. Deswegen, ich empfehle diese Bücher wirklich. Also das habe ich nur noch einmal und für immer. Habe ich verschlungen, das Buch. Das war wirklich sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, ach so, ich habe letztens bei Promiflash gelesen, also ich wusste es auch vorher, aber bei Promiflash habe ich die ersten Bilder dazu gesehen, dass das tatsächlich verfilmt wird. Und zwar heißt es auf Englisch, It Starts With Us. Genau, und so wird der Film auch heißen. Und ich habe auch schon die Schauspieler gesehen. Die eine ist auch sehr bekannt. Ich komme jetzt leider nicht auf den Namen. Wenn ich noch ein Bild finde, blende ich das euch hier unten ein. Genau, ich weiß nicht, ob die Dreharbeiten, ob die mittendrin sind oder schon beendet sind. Ich glaube, der soll im Frühjahr, Sommer in die amerikanischen Kinos kommen. Vielleicht kommt es auch bei uns ins Kino oder zumindest vielleicht kann man das auf Amazon Prime oder Netflix oder so sich das anschauen. Ich bin da sehr gespannt. Wo wir gerade bei Colin Hoover sind, habe ich mir noch ein Buch geholt. Ich muss sagen, ich habe einen ganzen Tag dafür gebraucht, also wirklich einen Tag am Wochenende, Zurück ins Leben geliebt. Und hier ist auch eine Triggerwarnung. Ich dachte eigentlich auch, dass es so ein bisschen so romantisch, klar, es ist alles irgendwo romantisch, aber auch mit Dingen, die passieren, die einfach schrecklich sind und den einen oder anderen auch triggern können. Also die Geschichte fand ich auch sehr schön, fand ich nicht vorhersehbar. Hier sind auch zwei Hauptprotagonisten und ja, war ziemlich überrascht vom Ende. Ich habe ja mit einer neuen Fantasy-Reihe begonnen und zwar ist es von Sarah J. Maas. Throne of Glass. Und auf Empfehlung, und ich habe es auch bei BookTok gesehen, viele sind davon total begeistert und finden es mega. Ich muss sagen, ich bin leider sehr, sehr enttäuscht und habe keine Lust weiterzulesen. Ich habe den ersten Teil gelesen und ich fand da irgendwie alles ein bisschen merkwürdig, alles verwirrend. Und auch mir fehlt da die Tiefgründigkeit und man weiß gar nicht, wer ist mit wem in einer Beziehung, wer liebt wen. Und
Das Einzige, was ich gut fand, dass hier eigentlich auch Kampfhandlungen sind oder ein Wettkampf und dass davon halt nicht so viel berichtet wurde, wie zum Beispiel bei Iron Flame oder Fourth Wings. Da war mir einfach diese Kämpfe, dieses Langgezogene, das hat mich schon genervt. Aber hier hat mir irgendwie jegliche Spannung einfach gefehlt. Spannung, keine Romanze. Sollte wohl die Einführung erstmal sein in, also sind ja sieben Bänder. Ja, ich gedacht, okay, ich gebe dem trotzdem eine Chance, denn bei das Königreich der sieben Höfe war es ja auch total langweilig. Ich glaube, die Hälfte des ersten Teil des ersten Bandes war langweilig, aber dagegen war es wirklich super, super spannend zum Ende, dass ich mir auch direkt das zweite Band natürlich danach geholt habe. Und aber hier fehlt einfach alles. Leider Gottes habe ich dann mit dem zweiten Band jetzt angefangen und bin jetzt auch bei... Ich bin bis hierhin gekommen. Das ist der zweite Teil, der Fall der Königin. Und ja, es ist schon ein bisschen spannender und hier entwickeln sich auch langsam Liebschaften und so weiter. Aber irgendwie... weiß ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe die Protagonisten irgendwie nicht. Also mir fehlt einfach diese, ja, wie soll ich sagen, diese Persönlichkeit oder die, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also doch, das ist alles sehr forsch geschrieben, die Tiefgründigkeit. Mir fehlt die Tiefgründigkeit. Und ich hoffe, es wird noch besser. Ansonsten, also ich lese das jetzt zu Ende und wenn das jetzt mich nicht packt mehr und so spannend wird, dann würde ich die Reihe auch erstmal beenden und mit was anderem anfangen. Ich habe noch Crescent City hier zu liegen, das erste Band. Dann würde ich einfach damit schon anfangen, weil ich muss sagen, also ich lese gar nicht. Und eigentlich, ansonsten will ich mich mal in Dark Romance versuchen und ich habe auch schon ganz schön, ich habe auch schon ganz viele Empfehlungen bekommen. Habe ich leider gerade mein Handy nicht. Ja. Also ich habe noch einiges vor, werde noch einige Bücher lesen und werde euch einfach, je nachdem wie ich Lust habe, mal berichten. Dann beende ich das Video und bis zum nächsten Mal. Im Übrigen verlinke ich euch alle Bücher unten in der Infobox.